Jo, moin, Flüchtlinge, hoi, liebe Landratten und Rädchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 hier im Multiplayer. Mit dabei ist der wunderbare Schwabenboy. Jo, grüß dich, Anno. So. So, wo waren wir stehen geblieben? Ist noch gar nicht so lange her dieses Mal. Ja. Oh, es hat sich, glaube ich, schon ausgewirkt bei mir mit dem Patch. Ich war zwar 125 hoch Einfluss. Ja, ich habe 188. So, so viel hatte ich nicht letztes Mal. Ja, es gab ein neuer Patch heute. Ja. Also wenn wir aufnehmen heute jetzt am Donnerstag, 16. Mai haben wir jetzt. 16. Mai, oder? Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Doch, ich habe den Kalender neben mir liegen hier. So, das heißt ja eigentlich theoretisch. Ah, hast du die Stadt unten doch noch gegründet jetzt? Okay, haben sie wieder. Ja, sollte doch wegen dem Kasparov da. Ja, genau. Bevor der da sein. Ja, ich. Ja, weißt du was, dann krepiert doch einfach. Er braucht euch Bauern schon. Gesprochen wie ein wahrer Kapitalist. Es war böse, ich weiß. Ich geb's zu. Das war jetzt aber auch nur auf das Spiel hier bezogen, ja, nicht auf die Realität. Ich weiß nicht, dass die jetzt nicht aus dem Aldi kommen. Was kommt nicht vom Aldi? Die Lebensmittel. Ach so. Ja, aber der Strom, der kommt doch einfach so aus der Steckdose geflossen, ne? Also, ohne Hintergrundgeschichte, meine ich. Nee. Nicht? Nee, sonst hätte ich ja Lache auf dem Boden. Ah. Erwarten neue Horizonte. Wenn sie nur fast aus der Steckdose lösen würde. Ich habe dann einmal untergestellt, die lasse ich mal volllaufen. Okay. Aber das ist gut, ein Eimer Spannungsabfall kann man immer brauchen. Ja, ne? Das ist mal wieder so ein Black Friday oder sowas. Du musst aber nur aufpassen, wenn der Strom vom Wasserkraftwerk hast. Das darfst du nicht einlagern, weil das gibt einen Kurzschluss. Eieiei. Weil der Strom ist feucht, den kann man nicht lagern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, von was mein Anbieter das liefert. Ich habe zwar den angeblich Öko-Tarif, also im Sinne von, es soll aus erneuerbaren Energie kommen, aber Herrgott, es sind alles dieselben Leitungen, woher es am Ende kommt, keine Ahnung, wahrscheinlich aus Tschernobyl. Okay. Es ist Frankfurt, rechne alles mit allem hier. Also auch mit dem Schlimmsten. Ja. Haben sie irgendwie berichtet von Kakerlaken und Rattenplagen am Hauptbahnhof? Erwarten denke, neue Horizonte. So wie im tiefsten Mittelalter. Naja, so darfst du das auch nicht sagen. Ein neuer Auftrag? So. Also die Route müsste ich dann, glaube ich, noch einrichten für die Stoffe, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Alles bereit. Komm, dann nehmen wir dich jetzt einfach mal Arbeitskleidung. Ja, jetzt weiß ich, wo man das Zeug der Herrscher führt hat, wegen der Krankheit. Okay, fürs Krankenhaus, genau. Ja, und da, und, ach so. Ja. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Ah, gut. So, wie sieht's hier aus? Die Menschen lassen sich. Kurz Warenbestände überprüfen. Sieht soweit eigentlich bis auf Ruhm, aber das sieht auch alles gar nicht so arg verkehrt aus hier. Die sind auch alle zufrieden. La 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 la. Würde ich sagen. Also ich habe schon Ingenieure, okay. Ach, ich gerade wollte mal Ingenieursviertel bauen, aber ich habe ja schon. Warte. Ich wollte gerade sagen, Ingenieure solltest du schon längst haben. Warst du nicht sogar schon bei... Die Investoren hattest du noch nicht, ne? Ne, okay. Gibt's noch eine Stufe nach der Ingenieure? Ja, doch, die Ingenieure. Kommen die Investoren. Okay. Helf mir mal schnell. Ja.
Ich habe jetzt hier gerade eine Quest. Klicken Sie auf das Gebäude, das den Enigma entspricht. Was ist ein Enigma? Wir werden die Aufgabe gestellt, die Kirche oder sowas oder das Theater? Nee, eine Frau. Dann steht irgendwo im Text, müsste da drin stehen, dass ein gewisses Haus. Also bei mir war es mal die Kirche. Da steht jetzt drin, eine Ingenieurin möchte, dass sie ihr Enigma lösen. Beantworten Sie das Enigma, indem Sie auf das angeforderte Gebäude auf einer der Inseln klicken. Ein altes Volk verehrte diese goldene Feldfrucht, die sie ernährte. Ja, dann klick mal. Es mangelt an Arbeit. Bananenplantage vielleicht. Ja. Schiff vom Stapel. Oder Getreidefarm. In die Takelage! Oh. So. Aber es ist ein Enigma. Was ist das? Ich kenn's ehrlich gesagt nur in einem völlig anderen Zusammenhang. Ja, was ist das im anderen Zusammenhang, ein Enigma? Wenn ich mich nicht irre, war das nicht die Chiffriereinheit einer. Ich will das Wort nicht sagen, um ehrlich zu sein. Einer Partei, die hier vor 70 Jahren aktiv war. Okay. Da kenne ich das, also so ein Kryptografie-Entschlüsselungsding. Okay. Es gab doch mal einen Film, der so hieß, extra, oder nicht? Gibt so viele Filme. Also ich weiß nicht, was die Tante will. Enigma, ich habe jetzt auf Bananenplantage geklickt, ich habe auf Weizenfarmer geklickt. Vielleicht auf Bioproduktion. Ansonsten klick doch mal deine Ingenieursgebäude durch, vielleicht meint sie das, also ihre eigene damit. Wir sind völlig unterbesetzt. Wir sind völlig unterbesetzt. Ja, ja, kommt doch alles. So. Brauerei. Also wenn jemand weiß, lasst uns mal in die Kommentare wissen, was da gemeint ist mit dem. Jo. Ich würde die Quest jetzt löschen. Jeder Bursch geht zum Lego, gesagt, das nächste Mal auf Deutsch was. Mein Gott, Ingenieure. Furchtbar. So, wie sehen wir hier aus? Nochmal drüber schauen. Fischsteak, Klamotte waren weniger, aber das kommt dann angeliefert. Brot. Hey, seit langem mal wieder eine Zeitung, die ich auch editieren kann, dann. Ja, so geht's mir auch gerade. Ah, und schon haben wir 6000 Einnahmen mehr. Weshalb nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn abgeben? So, der Hut ist mit dem Russe, das regt mich auf. Puh, entschuldigen Sie. Aber wenn man schon nur tatsächlich bankrott geht. Die alte Dame ist Verlass. Achten Sie auf dass er sich da oben nochmal eine Insel holt. Natürlich wissen neue Sie, Bewegung was das Beste ist. Hallo? Hörst du mich? Ja, jetzt wieder. Ah, Verbindung wurde getrennt. Jetzt dürfen wir kurz sagen. Ja, gut, kurz und kalt. Jo. Jo, bei mir läuft die Aufnahme wieder. Bei mir auch. Guti. So, nochmal meine Frage. Hättest du was dagegen, wenn nicht die Insel von ihm abknöpfen wurde, da oben vom Russen? Welche jetzt? Oberhalb der Gefängnisinsel, ganz im Nordosten. Ach, da hat er schon wieder eine, oder was? Nee, nimm ruhig. Die Rosenstand so oder Rosenstadt, ja. Ne? Ja, ja. Ja, genau. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten. Gibt es hier noch irgendwo Inseln, einzelne, bevor ihr hier immer noch weiter rumkrebskrapselt? Ein Schiff erster Klasse. Still gestanden! Wieso stehst du eh hier mitten in der Landschaft im Still nicht abgeholt?
Na. Okay. Also mein Schiff, was auf eine Begleitschutzmission ist, hat jetzt zweimal den Bewegungsbefehl abgebrochen, mitten bei der Fahrt. Okay. So, naja, bis die da oben sind bei ihm. Bereit für den Einsatz. So. Wir haben eine Expedition unterwegs. Ja, fortsetzen, natürlich, ist doch klar. Nee. Ich habe überhaupt keine Moral. Moral ist wohl im Arsch. Wieso geht der Schnaps jetzt so runter? Hast du vielleicht neue Einwohner gebaut? Nope. Ein neuer Auftrag? Dann fahr dir mal da hoch. Den mal kurz besuche da oben. Den Pfeil im Kopf. Okay. Schiff unter Beschuss. Bett. Neue Ziele. Okay, jetzt hast du die andere Insel eingenommen. Aufgekauft, ja. Okay, warte, jetzt ist noch wurscht. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Hallo? Ja. Was hast du jetzt noch bezahlt? 800.000 habe ich der Scheiße jetzt gekostet, dass ich nochmal mal. Oh, Halleluja. Neue Befehl. Da liegt noch Zeug im Wasser, gell, vor dem Kontor. Ja, ich habe da unten jetzt, glaube ich, nicht wirklich Schiffe. Also, wenn du da irgendwas hast, fahr hin und holst dir. Okay. Ich habe ja nicht mal seine andere Insel bisher besiedelt, aber sonst könnte ich mittlerweile mal machen hier. Es geht ja nur darum, es geht jetzt hauptsächlich darum, dass er keine mehr hat. Weil er geht mir so auf tierisch auf der Zeiger. No. Ich glaube, der mag das gar nicht, wie er einläuft. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, du kriegst jetzt auch mehr Einfluss pro Bevölkerungsstufe. Das ist gut. Der Bevölkerung bringt mehr Einfluss und dein Investor bringt auch mehr Einfluss, laut Patch Note. Das sind ja vorzügliche Nachrichten. Das waren 100 Nähmaschinen. Was? Was da im Wasser lagen. Oh. Und noch viel mehr brauchst du? Nimm ruhig. Ich grinse nicht unter, weil die Lager sind voll. Ja, dann ist das Schiff noch da vor Ort? Ja, steht vor deinem Konto. Ich könnte es ja netterweise, frecherweise verkaufen. Da. Also Einkauf ist es drin, da kannst du jetzt reinwerfen, glaube ich.
Brauche ich da eine Fensterscheibe? Ei. Eigentlich nicht. Fenster, weil die liegen da rum. Kanone liegen rum hier. Mensch, 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 der hat auch alles stehen und liegen lassen, kann das sein? Gut, dann ich hab gut, mein Schiff ist voll, ich kann doch den Rum nicht wegschmeißen. Der gute Rum. Kanone habe ich auch jede Menge. Fall erledigt. Aber es tut mir richtig weh, das Zeug liegen zu lassen. Na komm, ich schick nochmal einen Clipper hin, vielleicht kommt er ja noch rechtzeitig an. Ne, ich habe auch gerade mal runtergeschickt. Achso, gut, dann spreche ich mir bei. Ne, schick du auch ein. Ja, du bist aber näher dran als ich, aber okay, ich probier's mal. Das weiß ich nicht. Also. Ich hab von meiner Oberinsel, ich hab da oben steht nur einer. Und ich hab sogar Rückgewind. Das heißt, ich bin relativ flott unterwegs. Ja, jetzt brennt's auch noch. Naja, ich mobilisiere für dich. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Aber Hauptsache ein Leuchtturm von der Pflanze. Will auch so ein Leuchtturm haben. Ja, ne? Die habe ich auch noch nicht bekommen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Na komm. Spielstand gespeichert. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ja, so schön kann schon nicht sein, mit dem Konkurrenten wurde eingenommen. Aber mein Schiff da ankam, okay. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. So. Zack. Das war's. Wir haben die Oberinsel abgenommen. Jo, jetzt muss nur irgendwie diese eine da von ihm loswerden, ne? Unten. Naja. Na, müssen wir im Notfall nochmal angreifen. Aber du sagst ja, geht der eh bankrott. Eigentlich, also wenn er nicht cheatet, müsste er komplett bankrott gehen, ja. Also Fenster habe ich noch gefunden, der Rest war weg. Okay. Willst du die noch an? Da ist mein Schiff schon da, das kommt gerade an. Okay. Nimm es mit zu mir. Auf ja. Ihren Befehl. Okay, dann nehme ich es mit zu mir. Also hast alles? Dann drehe ich um. Ja, ja, das war alles. Okay. Mir lagen immer die, alles andere war weg. Die Nähmaschine habe ich dir ja verkauft. Mhm. Und die 100 Kanone habe ich mitgenommen. Doogie doogie. Er hat halt schon wieder Aufbau mit seinen drei Abwehrgeschützen da oben. Aber letztendlich kann er eigentlich nichts mehr machen. Eigentlich nicht, ne. Mit der einen Insel bloß noch. Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Vorsicht etwa. Würde ich jetzt immer so behaupten. Weil er kann ja auch keine mehr besiedeln. Das sind alle besiedelt jetzt. Ja. Zum Glück. Hm? Zum Glück. Jo, endlich hast du wieder Friede.
So, jetzt lass mal gucken. Hier rein? Nee. 30. Eine Minute. Die Flammen wurden gelöscht. 30. Ich könnte aber vielleicht sogar noch da haben auf Lager, oder? Ja, das ist voll. Okay, das heißt, ich bräuchte nur Zink und Kupfer. Kupfer hätten wir hier sogar. Und Zink, wo habe ich Zink? Ich verurteile Sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Hä, lol. Fehler. Was für ein Fehler? Sir Archie spricht mit der Stimme von Blake. Also mit dem Gefangenen-Harnes. Okay. Ich verurteile Sie zur folgenden Aufgabe mit dieser tiefen, also dieser Gefängniswärterstimme. Ja, ja, Sie ja. sehen es aber Sir Archie bald. Ja, und Abmarsch. Ein neuer Auftrag? Ihre Hoheit billigt es. Wow. Okay. Neue Ziele? Wenn jetzt irgendwo ein Schiff hätte, das frei wäre. Bist immer noch unterwegs. Lotte unterwegs. Sie hat sonst auf noch mal ein Schiff bauen. Ihre Majestät hat... Ich will keine Fregatte. Mit mir schwätzt er nochmal, der Archie. Ja, er selbst wahrscheinlich, aber die Aufgabe eben halt nicht bei mir. Achso, okay. Arbeiter, kein Pendler, kein Finton. Toll, ich kann ja nicht mal Kanone abladen hier, weil ich voll bin. Mein Lager. Dann machen wir es anders. Spielstand gespeichert. Hoffentlich mal geht es, aber das ist auch scheiße. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Waffenruhe wurde beendet. Wait, Moment. Was ist denn mit der Route? Das Lager ist leer. Na, brauchen wir halt nochmal einen Clip. Hilft dir nichts, ne? Ne, leider nicht. So, wenn jetzt mein Schiff ankommen würde. Oh, apropos Schiff ankommen, wie wär's mit der Folge beenden? Ist auch schon wieder, mein Gott. Ne, 10 Minuten hatten wir ja schon Form gehabt. Ja. Bevor du abgestürzt bist. Ja, genau. So. Also ich muss auch immer sagen, möchte oder will oder war, was auch immer. Na naja, gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen, schaut auf jeden Fall nächste Folge wieder rein, wenn es weitergeht, schaut bei meinem Kanal vorbei, Link dazu natürlich in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch, tschüss. Macht's gut, ciao.